Was ist eine Marke? Und wieso kann eine Marke eine philosophische Frage sein oder ein Gegenstand einer philosophischen Betrachtung? Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, vor der Jahrtausendwende gab es eine große Diskussion über Marken in der Gesellschaft, angeregt unter anderem durch eine Absolventin einer bekannten Eliteschule, die sich in einer Badewanne voller Mousse au Chocolat medienwirksam ahlte und behauptete, solcher Art sich selbst zur Marke zu stilisieren. Was sind jedoch Marken? Genügt ein medienwirksamer Auftritt, um sich als Marke zu etablieren? Substanziell ist eine Marke eine Wechselwirkung zwischen einer öffentlichen Wahrnehmung. Marken gehören grundsätzlich in den Bereich des öffentlichen, im Gegensatz zur privaten Sphäre, und einem bestimmten stabilen Inhalt, der unabhängig von unterschiedlichen medialen Darbietungsweisen durchscheint. Aufgrund des stabilen Inhaltes, des stabilen Gehalts, ist die Marke also transparent und unabhängig von dem jeweiligen Darstellungs- und Wahrnehmungsmodus und über diesen erhaben, gleichwohl ihn mitprägend. Die Marke kann hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Deutung sich wandeln. Eine Marke ist im Hinblick auf das, was als Inhalt zeitstabil transportiert wird, nicht immer gleich in ihrer Deutung. Beispiel: Es gibt Marken, die wirkten früher als Stigma, später als Auszeichnung. Es war einmal ein Stigma, sich tätowieren zu lassen. Das wurde von den sogenannten Ausgeschlossenen der Gesellschaft praktiziert, von Sträflingen im Gefängnis, von Matrosen auf hoher See oder Schiffbrüchigen und von vielen Menschen, die damit eine gewisse Haltung zur Gesellschaft demonstrieren wollten, beziehungsweise sich selbst auch als Außenseiter stigmatisieren wollten. Die Kunst der Tätowierung hat allerdings in anderen Kulturkreisen durchaus nicht zum sozialen Stigma beigetragen, sondern war im Gegenteil ein Privileg für manche besonders etablierten Schichten. Zum Beispiel im alten Ägypten war die Kunst der Tätowierung und der Pigmentierung schon sehr hoch entwickelt. Wir wissen das aus der materiellen Hinterlassenschaft und Grabungen archäologischer Art. Und diese Tätowierung war in der Regel in der Oberschicht im alten Reich in Ägypten verbreitet und die Damen der Oberschicht zeigten sich also gerne mit Tätowierungen. Diese Mode der Tätowierung ist in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wieder ganz besonders ins Zentrum einer bestimmten privilegierten Schicht gerückt, weil man seinerzeit die Königsgräber in Ägypten geöffnet hat, ja, Tutanchamuns Grab und dergleichen. Und so wurde die Beschäftigung mit Ägypten und ägyptischer Alltagskultur, ägyptischem Brauchtum wieder en vogue. Die Lady Churchill hat sich einen Skarabäus auf ihren Knöcheln tätowieren lassen und viele andere Damen der gehobenen Gesellschaft in England haben es ihr nachgeahmt. Plötzlich war es in, sich tätowieren zu lassen. Es war also kein Stigma mehr für soziale Randgruppen, sondern im Gegenteil, es war ein Zeichen dafür, dass man gebildet ist, dass man kultiviert ist, dass man dazugehört. Und zwar nicht nur zur Mitte der Gesellschaft, sondern zu ihrer Spitze. Nun gab es einen großen Medienrummel, man könnte neudeutsch sagen einen Hype, um eine Tätowierung einer Person im öffentlichen Leben. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Eine Tätowierung war früher ein Stigma in manchen Kulturkreisen, wurde in der genannten Zeit, erstes Drittel 20. Jahrhundert, vom Stigma zur Auszeichnung, wieder in einem bestimmten sozialen und zeittypischen Kontext, und könnte auch heute unterschiedliche Bedeutungsdimensionen beinhalten, je nachdem, welchen Standpunkt man einnehmen möchte. Immer jedoch
war die Tätowierung eine Marke. Ob jedoch unabhängig von gewissen Lehrformeln, die man mit Doppel-E oder mit EH formulieren könnte, ob jedoch eine Marke nicht mehr sein muss als eine Brandmarke, ob es einen substanziellen Inhalt gibt, der unabhängig von der medialen Präsentation transportiert wird, das ist eine Frage, die offen bleibt. Thank you.